Hallo. Ja, ich wollte hier ein ganz kurzes Video machen, weil ich bin ja eigentlich überhaupt nicht religiös, auch nicht kirchlich, weil ich keine Ahnung habe und weil das, was mir erzählt worden ist, nie wirklich von mir als wahr und richtig anerkannt werden konnte. Dank Neville Goddard habe ich mich jetzt ein bisschen mehr mit der Bibel als metaphysisches Werk auseinandergesetzt und somit eben mir auch die Frage gestellt, Karfreitag, was ist denn das? Und jetzt habe ich hier vor mir, habe ich gerade Wikipedia und da steht, der Karfreitag ist im Zusammenhang mit Ostern für die Christen einer der höchsten Feiertage. An ihn gedenkt die Kirche des Kreuztodes Jesu Christi in Erwartung seiner Auferstehung. Nach ihrem Glauben litt und starb Jesus Christus als Gottesknecht und nahm im Kreuztod freiwillig die Sünde und Schuld aller Menschen auf sich. Hello. Durch Tod und Auferstehung Jesus wird allen Menschen erst Sündenvergebung und damit Errettung aus dem Tod und ewiges Leben zuteil. Gleichzeitig betont die katholische Theologie zunehmend die Konsequenz seiner Gottessohnschaft, deren Botschaft von der Zuwendung des Schöpfergottes zu den Menschen nicht an Gewalt und Tod ihre Grenzen findet. So. Was heißt es denn wirklich, wenn die Bibel kein Geschichtsbuch ist, sondern ein metaphysisches Buch? Dann heißt es, dass wir heute die Kreuzigung Jesu Christi in Erwartung seiner Auferstehung feiern. Gekreuzigt wurde der Mensch. Ja, das menschliche Ego, der menschliche Verstand, das menschliche limitierte Denken in Erwartung der Auferstehung. Und deswegen kannst du heute feiern. Heute kannst du deine Freiheit feiern von allen Einschränkungen, von allen dir angstmachenden Überzeugungen, die behaupten, dass du Angst vorm Tod haben musst. Und hier steht ganz klar drin, dass als ewiges als ewig lebendes spirituelles Wesen, als Wesen im Geiste, als energetisches Wesen, lebst du ewig, existierst du ewig. Energie ist nicht tot zu kriegen. Energie ist nicht vergänglich. Und heute ist der Feiertag, an dem du die Erkenntnis feiern darfst, dass es so ist und dass du hier auf Erden als Gottes Sohn oder natürlich auch als Gottes Tochter diese Erkenntnis dir erlauben darfst. Du darfst dir erlauben, alle Limitierungen abzulegen. Du darfst dir erlauben, jegliche Angst vor einem Tod, vor einer Strafe, vor einer Sünde abzulegen. Hier steht ja, er hat, Jesus Christus, bla bla bla, in der Bibel steht, hat freiwillig die Sünde und Schuld aller Menschen auf sich genommen. Ja, weil es heißt, es soll einfach als Geschichte für dich dienen, dass du dich nicht schuld und sündig fühlen musst. Das ist ein Permission Slip, das ist ein Erlaubnisgeber für dich, dass deine ganze Vergangenheit, wo du dich schlecht, nicht gut genug, falsch, sündig gefühlt hast, dass du es einfach ablegen kannst. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo dir die Erkenntnis kommt und sagt, hey, ich bin ja reine göttliche Perfektion. Geil, heute ist Karfreitag. Ich kreuzige mein verdammtes Ego. Ich kreuzige meine limitierenden Vorstellungen. Ich kreuzige all das, was mir gesagt hat, was ich nicht gut genug bin, dass ich irgendwas nicht kann, dass irgendeine Kraft außerhalb von mir mich einschränken kann. Heute ist ein Feiertag. Heute feierst du, dass alle Beschränkungen und Einschränkungen, die du jemals für wahr gehalten hast, eine Lüge waren, dass du sie einfach hinter dir lassen kannst und auferstehen kannst
als deine göttliche Wahrheit, als das, was du wirklich gedacht bist, als das, was du auf die Welt gekommen bist, als wunderbare Liebe, als tolle Perfektion. Und dass diesen ganzen Sündenquatsch und dieses ganze Ich bin nicht gut genug, du bist nicht gut genug, dass das Bullshit ist. Dass das kein Mensch braucht, sondern dass, wenn du dich daran erinnerst, wie du als Baby hier auf diese Welt gekommen bist, bevor du mit diesem Bullshit gewaschen worden bist und konditioniert worden bist, dass du nicht gut genug bist und sogar noch getauft worden bist als nicht gut genuger Mensch, bla 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 bla, was man nicht alles so sich einfiltern lässt, dass es überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du in Wahrheit bist, als göttliches, energetisches, spirituelles Wesen. Und dass das Einzige, was dich ausmacht, deine Energie ist. Und deine Energie entsteht in deinem wunderbaren Köpfchen, durch deinen wunderbaren Glaubensgrundsätze, durch deinen Glauben. Du bist gebunden durch deinen Glauben. Also, cool, nütze es aus. Glaube das, was dir gut tut. Glaube das, was du glauben möchtest. Glaube das, was die Wahrheit ist. Und heute ist deswegen ein ziemlich geiler Feiertag. Und lass diesen wahren Glauben zu. Ja, auch vor allem, wenn du christlich oder religiös erzogen worden bist, finde die Wahrheit in der Heiligen Schrift. Neville Goddard hilft dir dabei. Ich helfe dir dabei. Du kannst in mein Programm kommen, du kannst mein Coaching buchen, du kannst meine Mentorinnen buchen. Alles auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Alles ist in dir. Aber zuerst musst du die Wahrheit über dich wissen. Und dazu habe ich auch einen wunderbaren Online-Kurs, der heißt My Magic. Und der erklärt deinem Verstand ganz klar und deutlich, wie wunderbar du bist und wer du wirklich, wirklich bist. Und wo diese ganzen Stories und Einschränkungen herkommen. Heute wäre ein Tag, genau das in Angriff zu nehmen. Einfach nur so, weil alle irgendwie was feiern. Feier du das Richtige. Feiere dich. Also, ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und habe einen schönen Tag.